Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Revelation mit mir, eurem Illyria und dem Opa Zockt. Ja, mein Problem. Moin Moin. Was für ein Problem? Kannst du mal schauen? Warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz was gegenchecken. Kannst du mal schauen, wie viele Grains of Infinite wir noch haben? Ja. Dauert 45. Ich fahre mal runter in die Ebene und kümmere mich um die endgültige Automatisierung. Wir haben 0. Ach, ich dachte es mir. Stimmt, der Screen Controller, der muss auch noch verschoben werden, der muss woanders hin. Simple PowerShell. Was für eine Codierung hat der eigentlich? ID 14 hat der. Aber das machen wir zum 100. Mal machen wir das später. Wir kümmern uns erstmal um Grains of Infinite. Könnt ihr noch einen zweiten Gang zum Fahrstuhl gebrauchen? Erstmal muss ich gucken, in welcher Höhe sich eigentlich der Fahrstuhlschacht befindet. Hab ich mich erschrocken. Das ist mein Marker. Base. Wo ist der Fahrstuhlschacht? Wir haben tatsächlich nur noch in Anführungsstrichen 17.000 Iron Ingots. Okay. Ah, ich glaube, ich müsste mal unsere Erzverarbeitung wieder anschmeißen. Mach das. Erstmal möchte ich gucken, wie viel. Oh, Quote haben wir 0. Das sieht gut aus. So, jetzt haben wir mal eben schnell einen Gang hergezimmert. Jetzt kommt man hier auch rum. Wenn auch ein bisschen kontraproduktiv. Könnte man schon fast eine weitere Ebene einziehen, eine weitere Etage. Muss ich überlegen, aber nicht für diese Folge. Es geht erstmal darum, es geht das Grains aus. Und ist das Grains ausgegangen? Richtig. Und darum kümmere ich mich jetzt. So, 1800 Growth haben wir jetzt noch. Ich schmeiß mal die Shapecards von der Query ins System. Ja. Was meinst du, wie schnell könntest du Grains of Infinite herstellen? Wenn es dringend ist, sofort. Es ist dringend. Okay. Ich kann dir aber leider nicht sagen, wie viel ich brauchen könnte. Er soll erstmal anfangen zu rödeln. Ja. Oh, ist der noch antik? Ein Relikt aus der alten Zeit. Naja. Ah, 4. Aus 2 für ein 4. So sind es 8. 16. Ich würde sagen, ich initialisiere erst. Okay. Was wie wär's so mit geschätzten 5000 Grout? Hast du die mal eben hergestellt? Grains. Grains of Infinity. So, kann wieder hergestellt werden, wird wieder hergestellt. Da kommt nichts. Ja, er muss erstmal Feuer, erstmal an. Ja, er muss erstmal rumfeuern. Ist immer noch nichts da, ich brauche 5000. Verdoppelt das. Er produziert aber schon. Schneller. Wir brauchen noch mehr. Ja, ja. Noch mehr. Noch mehr. Noch mehr. Noch mehr. Ist schon wieder alle. Ja. 1, 2, 4. Brauche ich noch Feuerzeuge? Alter, mein Fluxkapazität ist schon wieder fast leer.
Das ist übel. So, bist du immer noch drin? Ja, du hast da noch Elektrokristall. So, die Anlage arbeitet wieder. Sollte ich, muss ich noch irgendwo eine Endertruhe hinschmeißen? Nein, muss ich noch nicht mal. Ich brauche auf jeden Fall ein Reparaturgerät. Oh, nur noch 35 Blöcke Molten Clay. Dann gut. Hat er alles durchgehauen. Alles klar. Oh, stimmt, da war ja was. Ich brauche einen Empowered Diamond Crystal Block. Dafür brauche ich den Empowerer. Den haben wir auch hier stehen, oder nicht? Der ist nicht wieder aufgebaut worden. Atomic Reconstructor. Painting Machine. Alles klar, ich muss den Empowerer aufbauen. Okay. Add actually. Habe ich das Ding hier im System? Nein, ich glaube, den habe ich in meiner Tasche. Wie habe ich den hier? Moment, das ist ein Innovator. Empowerer ist hier. Display Stand ist da. Kannst du mir eben schnell einen Platz herzimmern mit Stromversorgung, wo ich die Empowerer aufstellen kann? Ja, ist schon fertig. Gut, ich komme zu dir. Nicht bei das mir. Läuft nämlich nicht lange hier. Das ist erstmal nur temporär. Welche Ebene? Beim Farmer. Bei dem Farmer. Okay, Erdgeschoss. Nein, hinten. Zuckerrohr. Ist aber Erdgeschoss. Ja, das stimmt. Molten Clay ist leer. Molten Clay ist leer. Ja, hier ist Strom, aber ich habe gedacht, du machst mir vielleicht einen richtigen Platz dafür fertig. Nö. Dann mache ich das hier, wo der Energy Conduit einer Kuhstation ist, wo die Bienen sind. Ich glaube, das wird platzmäßig zu eng, oder? Was, 40 Grains erst? Ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 0 Grains. Das wird die Ewigkeiten dauern, brauche ich 10 Folgen, bis ich hier fertig bin. Ich hoffe, dass der Abstand nicht zu nah, nicht zu weit ist, aber ich werde es einfach mal versuchen. Strom kann ich gleich probieren. Die haben einen guten Puffer. So, Item Repairer. Puffer? Da brauche ich ein Ender Casing. Ein Puffer. Mit Apfelmus? Ja, bitte. Aber auf jeden. Power zweimal Clay, hellblau und Clay. Ich brauche leider Clay. Ich hoffe, dass noch was da ist, sonst kann ich nichts herstellen. Nein. Ich bin. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ja, für dich. Wie soll ich jetzt eine unendliche Farm aufbauen für Grains of Infinite, wenn kein Clay mehr da ist? Das hättest du vorher sagen müssen. Okay. Clay ist da. Clay ist da? Brauch beides. Ah, wunderbar. Wie viel Clay brauchst du? Ich schaue gerade. Ich versuche es mal klein anzufangen. Das, was drin ist, reicht erstmal. Gut. Wie viel Seared Bricks brauchst du? Seared Bricks für den Tank unten.
Ja, stell es mal her. Was da ist, ist da. Ja, wir haben kein Dirt mehr. Ja, das ist so ein Problem. Ich habe zwar das Wald-Ressourcen-Haus fertig gebaut, aber ich war jetzt erstmal davon ab, weil du Grains auf dem Feld gebraucht hast. Also ich kann Ja, ja brauche ich nicht immer alles noch. auf einmal. Ja, Wieso nicht? ich. Wird der hergestellt gerade. Nicht für lange. Ich bin gerade dabei, das zu automatisieren, dass das endlos läuft. Ja, dann machen wir hin da. Bin dabei, bin dabei. Was heißt hellblau auf Englisch? Cyan? Light Blue. Okay, hilft mir nichts. Ich muss Cyan her. Ich muss hellblau herstellen. Gut, ich brauche Dünger. Haben wir nicht. Muss ich Dünger herstellen? Oder kann ich Knochenmehl verballern? Was brauchst du Dünger? Ich muss hellblau züchten. Ich brauche hellblau. Wir haben Dünger, wir haben Mulch. Mulch. Mit Mulch kann man auch Pflanzen heranwachsen lassen? Ich dachte eigentlich schon. Okay. Brauche ich eine Schere? Nein, Mulch funktioniert nicht. Dünger, sagt er mir, ist leer. Warte mal, was heißt nochmal Dünger auf Englisch? Also, ich mach Dünger auf Englisch heißt Fertilizer. Fertilizer. Nee, Fertilizer ist auch keiner da. Du sagtest, du machst welche? Von Forestry oder welche? Jawohl. Danke. Ja, so viel brauche ich gar nicht. Aber läuft. Wie viel brauchst du noch? Sagst du Stopp? Reicht eigentlich schon. Ich brauche gar nicht. Ich brauche überhaupt nicht so viel. So. Ja, hast erstmal 4000. Ja, das reicht allemal. Oh, ich will kein Gemüse. Okay, ich glaube, ich sollte eventuell mal runter in den Keller mich begeben. Ja. Weil wenn ich mir angucke, dass wir mittlerweile auch schon 400.000 Setzlinge haben, Oh. müsste ich mal ganz kurz unsere Festplatten kontrollieren. Wäre ideal. Okay, wir haben noch ganze zwei leere Festplatten. Gut. So, ich denke mal, das reicht erstmal an Light Blue. Ja, so gut ist das nicht. Das ist fast alle. Nein, dann ist das nicht gut. So, haben wir Stößel und Mörser im System? Ja, Das haben heißt, wir. spätestens in Folge 180 muss ich Festplatten basteln. Jetzt erstmal So, 24 Stück, das muss erstmal reichen. das ist im Bau. Oh, wieso tue ich jetzt den Clay wieder ins System? Ich brauche das Zeug und schmeiße es ins System zurück. Gold, Redstone, Glowstone. So, hellblaues Blumenpulver haben wir. Schere kann weg. Ah, ich brauche noch, warte mal, wo ist der Atomic Reconstructor in der Werkstatt? Okay. Gut, das haben wir schon mal. Dann So, sag mir noch mal, wie war das Rezept? Gold wird zum Bei Glowstone. Clay. Da, 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 da. Dann
hätten wir das schon mal. Dafür brauchen wir auch Energetikalloy. Okay, ich würde sagen, der Abstand ist nicht ganz korrekt. Na gut. Weil ich bin sicher, das Rezept ist richtig gewesen. Ja. Nee, das kann drauf bleiben. Okay, davon haben wir eigentlich noch sogar genug. Zwei Glowstone haben wir. Haben wir. Haben wir. Nee, das reicht beim besten Willen nicht. Da geht's aber. Zack, zack, zack. Ja, es funktioniert. Okay. Bitte friss nicht so viel Energie, bitte nicht. Sonst muss ich dich an Strom anschließen. Das frisst so viel Energie. Nein! Oder kann ich das Ding aufbauen von RF Tools, dieser Transceiver? Weiß ich gerade nicht. Zack, 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 zack. Ich versuche mal den Energietransmitter. Haben wir noch ein System? Haben wir. Mal gucken, was passiert. Serving three tiles. Es funktioniert. Er versorgt die Dinger mit Strom. Nur den hier nicht. Verdammt! Grid Power 6 von 8. Das Ding braucht, glaube ich, mehr Grid Power. Dann müssen wir noch mehr Grid Power herstellen. Da steht 6 von 8, dann hast du 6 Grid Power, beziehungsweise 8 Grid Power hast du. Und 6 brauchst du nur. Kann ich denn verarschen, dass er mehr liefert? Weiß ich jetzt nicht, ob ich den verarschen kann. Dass er mehr liefert? Ne, 10 von 8, ich habe schon überschritten. Ja, ich brauche Grid Power. Das bringt mir nichts. Okay, machen wir Wassermühlen. Haben wir wahrscheinlich noch nicht mitgearbeitet, ne? Doch, haben Nö. wir. Mit extra Utilities? Selbstverständlich. Ach, du ahnst es nicht. Leider nicht leider nicht diese Art Maschinerie, wie wir sie brauchen. Das heißt, ich brauche die Manual Mill, da komme ich wohl nicht dran vorbei. Der Okay. wird noch eine ganze Weile durchrödeln. Machen wir mal eine Manual Mill. Da komme ich nicht drum herum. Fehlt sie echt an allem? Haben einen ganzen Stack Redstone-Fackeln. Polished Stone. Was? Moment. Polished Stone. So. Zack, zack, ziemlich zügig. Auch sowieso mehr davon. Genau, so ein bisschen kurbeln.
Ach, so funktioniert es auch. Einfach so ein bisschen kurbeln. Ups. Aber das soll nicht Sinn der Sache sein. Wie die Blumen wegkamen, was soll ich damit? Alter, wir Gut. haben so. Also wir haben 1600 Charge Certus Quarz Ohr. Charge Certus Quarz. Ja. Kann so nicht sein. Kann es nicht sein. Machen wir erstmal. Ach nee, warte mal, ich brauche noch eine andere Maschine. Uff. Add extra. Add utilities. Wir haben doch für die Segmills oder für die Segmills, die unsere Erz und sowas alles verarbeitet. Nochmal die Frage. Wir haben doch für die Segmill. Ja, doch für die Segmill. Haben wir. Wir haben doch so eine Medium Storage Crate dahinter. Ja. Die Erze verarbeitet. Ich habe jetzt gerade mal sämtliches Charge Certus Quarz reingeschmissen. Wir haben nur noch eine Reihe frei. Der Rest ist komplett voll. Ach du heilige Schose. Wäre auch nicht schlecht. So. Damit du, warte mal, damit du das mal schnell siehst. Brauche ich. Ich schicke dir mal schnell ein Bild auf WhatsApp. Ja. Zum Verarbeiten. So. Was der jetzt da gerade alles am Verarbeiten ist. Hat er sowas zu tun? Ich bin sowieso gerade am Rödeln, dann kann ich mal nachgucken, wenn das Bild da ist. Ich glaub, ja, das Bild ist da. Dann kann er erstmal ein bisschen was tun. Wo hast du das jetzt alles her? Alles aus dem System, oder? Ja, das ist einfach, weil wir verarbeiten es ja im Moment nicht. Ich könnte, das sind jetzt ungefähr 5000. Ich könnte diese Kiste dreimal voll machen, nur mit Eisenerz. Nur dann würde ich vielleicht empfehlen, den Alloy-Smelter abzuschalten. Das macht ja daraus in erster Linie nur Glas. Nö, weil der verarbeitet das gar nicht. Nö. Der macht daraus gar nichts. Ja, gut. Das ist wirklich nur rein ins System. Na gut, dann ist es ja gut. Außerdem ist der Alloy-Smelter eh gerade voll beschäftigt mit Energetic Alloy, so 30 Sticks. 6 Stormburn für eine Watermill. Muss ich nochmal einmal von Hand schuften. Fast fertig. So, ein hätten wir. Gut, dann gucken wir doch mal, nehmen wir noch dazu, dass wir eine Watermill hinkriegen. Eine Watermill. So, gut, dann. Dann stellen wir das Ding mal eben auf, am besten in den Keller, weil wo Grains of Infinite gemacht wird, da kann man auch den Generator hinsetzen. Machst du überhaupt Grains of Infinite? Nebenher, ja. Ja, leck, ich hab grad einen Freeze. Wann sind die denn fertig, die Grains of Infinite? Oh, die voll. Hier gab es wohl ein Redstone-Problem. Die Dinger sind alle ausgegangen und bekamen kein Signal mehr. Warum das? Das ist mir gerade ein Rätsel. Das hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Vibrant Alloy. Oh! Kannst du mir sagen, warum wir nur 900 Enderperlen haben? Gute Frage. Kann es sein, dass die Produktion ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist? So aus dem Ruder gelaufen. Was meinst du damit? Dass unheimlich viel hergestellt wurde. Unheimlich viel? Moment mal, wie viel? Ich habe vorher falsch verstanden. Wie viel nochmal?
900. Moment, ist die Produktion irgendwie stehen geblieben oder was ist los? Ich war der Meinung, wir hatten mal irgendwas um die 4000 gehabt. Das überrascht mich auch gerade. Okay, dann habe ich jetzt ein Problem. Dann haben wir jetzt halt 0 in der Perle. Dabei habe ich habe keine gebraucht, das ist komisch. Ich brauche selber gleich mindestens 4 Stück. Ja, dann haben wir jetzt ein Problem. Wieso ist die Produktion stehen geblieben? Ich habe auch gerade ein Problem mit den Mechanical Usern. Irgendwie, ja. Der macht nicht, wie er soll. Oberer linker Slot alleine. Das verstehe ich nicht. Das müsste doch. Ja, dann haben wir jetzt absolut gar keinen Enderpen mehr. Das ist schlecht. Ich muss mal kontrollieren gehen, was hier los ist. Also irgendwas stimmt hier nicht richtig. Der zündet nicht wieder an. Warum nicht? Die Mechanical User funktionieren nicht mehr. Oh, ich weiß warum nicht. Wegen der Grid Power. Oh, ja, der ist überladen mit Grid Power. Deswegen funktioniert er nicht. Das ist mein Fehler gewesen. Ich muss ganz fix erstmal die Energie aufbauen. Sonst haben wir ein Problem. Also die Enderperlen wachsen ganz normal. Sie werden auch geerntet. Hast du irgendwie versehen, was mit Void gemacht oder so? Nee. Oder haben wir in der letzten Zeit so extrem viele verbraucht für irgendwas? Oh, aber das ist knapp. Hier ist Basalt. Aber eigentlich nicht, dass ich wüsste. Aber jetzt gucken wir mal, was der Lyria gemacht hat. Einfach hier die Bäume abgehackt. Und nicht nach. So, das müsste ausreichen. Mal, so baue ich auch immer Häuser. Was meinst du? Ja, dass ich auch nur so Häuser baue. Ich baue einfach Häuser ohne Eingang. Der Eingang kommt erst noch. Ich habe das erstmal durch die Query bauen lassen. Oben ist ein kleiner Durchgang, aber du kannst durch das Hauptvoid um mein Haus später runter. Da kommt in der Mitte eine Fahrstuhlplattform, die runterfährt. Wo ist meine Null? Das war ich gerade gedanklich abgelenkt, das die Frage zu beantworten, dass ich die Null gesucht habe. Hier kann ich nicht weitergehen, weil das Problem ist, hier ist Lava. Oh shit. Wie mache ich das? Das ist am blödesten. Traue ich mich nicht weiter zu. Obwohl, warte mal, hier hat's aufgehört. Huch! Da erschreckt mich Gravel. Ich ahne Böses. Elektrotinerz. Okay. Nee, Elektrotin. Doch, Elektrotin. Elektrotin, genau. Arbeiten wir ja nicht mit, brauchen wir nicht. Ich weiß, es war so ein Vierer-Raster. Oh, schön, bei uns ist schon Silvester. Hier wird geknallt. Dann machen wir es mal hier. Egal, Hauptsache, ich habe Energieerzeugung. Ja, dass die. Das haben deine Leute bestimmt noch übrig von Silvester gehabt. Muss hier irgendwann vermutlich. Weg, ne? Gehe ich mal von aus, weil ich habe gehört, es soll verboten werden. Was? Wann? Wie? Silvesterknaller sollen verboten werden, habe ich gelesen. Wo ist denn das gelesen? Den Schwachsinn. Ich weiß auch nicht unbedingt, was man davon glauben soll.
So, Power Generation 16. Es wird schon mal ein bisschen Grid Power hergestellt. Und die Dinger funktionieren wieder. Es wird wieder hergestellt. Wir hatten schlicht ergreifend keine Energie. Kann weg, der ist leer. Du bist hier auch leer. Sehr gut. Okay, und du bist nicht leer. Da brauchen wir halt in der nächsten Folge ganz dringend den Tank. Und dann könnte ich theoretisch hier anfangen. Viele Tanks brauchen wir jetzt noch? Eins, zwei, drei, vier Tanks noch. Ich denke mal, das wird der Delivery mit Sicherheit nächste Folge schaffen, komplett. Die Tanks? Ja klar, wenn du wieder hergestellt wurde, geht das. Ist alles da. Ich denke mal, 7.500 sollten reichen. Ja. Das ist perfekt. So. Das Grid Power Problem wurde auch vorübergehend gelöst. Grains of wird wiederhergestellt. Gespannt, ob wir es hinbekommen, dass die ganze Geschichte hier vernünftig läuft. Denke ich mal schon. Ne, allgemein jetzt auch mit den ganz anderen Geschichten hier. Die Dinger haben auch Strom, das funktioniert sehr gut. Aber liebe Zuschauer, für diese Folge war es das. Echt? Wir Warst du hoffen, schon wieder? yep. Wir hoffen, ihr habt euren Spaß, genauso wie wir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao Leute. Tschüss.